UMID, Zentrum für Gesundheitswissenschaften in Hall. Biomedizinische Informatik, Gesundheitsinformatik, Ernährungswissenschaften und vieles mehr. Und das Landeskrankenhaus Innsbruck, Zentrum der Gesundheitsversorgung in Tirol. Beide verbindet schon seit Jahren eine fruchtbare Zusammenarbeit. Zwei Wissenschaftler der UMID sind heute in die Innsbrucker Klinik gekommen, um hier einen prominenten Tiroler zu empfangen, ÖSV-Rennläufer Manfred Pranger. Er wird sich heute als Versuchskaninchen zur Verfügung stellen, aber wofür? Zuerst wird Manfred oben herum mit ziemlich vielen Sensoren beklebt, vorne und hinten. Dann geht's ab in die Röhre, offiziell Magnetresonanztomograph. Der schneidet Manfred in viele kleine Scheiben, bildlich gesprochen. Besonders scheint die beiden Wissenschaftler anscheinend Manfreds Herz zu interessieren. Noch mehr Sensoren, noch mehr Kabel, ein ausgeklügeltes Computerprogramm. Aber wozu jetzt wirklich das Ganze? Also prinzipiell geht es darum, nicht invasiv, also ohne einen Eingriff am Körper vorzunehmen, die elektrische Erregungsfunktion im menschlichen Herzen festlegen und feststellen und berechnen zu können. Das ist die Basis und die Grundlage für einen Kardiologen beispielsweise, feststellen zu können, diagnostizieren zu können, ob ein Patient jetzt an Herzrhythmusstörungen leidet, ob irgendwelche anderen Anomalien am Herzen in der elektrischen Erregungsausbreitung vorliegen oder nicht. Bei Manfred Pranger, wie wir Gott sei Dank gesehen haben, Pumpe gesund, das Herz ist in Ordnung, ja, und schlagt sich ein Skisport, wie man da weiß. Ne? Und was hat der Manfred jetzt davon, dass er den ganzen Nachmittag gequält wurde? Hat er irgendwas Neues erfahren? Ja, dass er ein schönes, großes Herz hat. Und ich gehört, und es ist einfach für einen Sportler einfach wichtig zu wissen, dass er von Grund auf gesund ist. Und da gehört einfach das Herz dazu, da gehört alles dazu im Körper. Und wir müssen, also der Körper ist das, wo wir einfach drauf schauen müssen, und der soll gesund sein. Das ist einmal die Grundvoraussetzung, dass man Hochleistungen bringen kann und soll. Und deswegen ist es wichtig, dass man alles weiß, und natürlich auch beim Herz. C9. C11, Y+, Y-, I6. Ja, es hat jetzt schon 2 Stunden gedauert, aber es ist kein Problem, weil es geht ja um sehr wichtige Sachen. Also ich glaube, wenn man weiß, dass man ein gesundes Herz hat, sind die 2 Stunden eigentlich schon wert. Aber sonst war es eigentlich überhaupt keine große Prozedur. Also war kein großer Aufwand. Ein bisschen schnaufen und nicht schnaufen im MRI, das war ein bisschen anstrengend teilweise, aber sonst war eigentlich alles ziemlich locker und hat gar nicht so lange gedauert. Jetzt hat das also schwarz auf weiß, der Manfred, oder besser rot auf blau, dass er ein großes und gesundes Herz hat, und am rechten Fleck sitzt es auch. Hallo, da ist der Pranger, Manfred. Ich wünsche euch alles Gute und gute Genesung. Und die Untersuchung hat mir sehr viel Spaß gemacht, und Gott sei Dank ist außerdem ein sehr, sehr gesundes Herz.